So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Der Ton sollte jetzt da sein. Das tut mir sehr leid, dass es eben gestern nicht funktioniert hat. Ich hatte an dem Tag einen Bluescreen am Rechner. Dann hatte ich eben getestet, die Live-Schaltung bzw. ein Video ging. Und dann hat sich es an der Software hat sich dann etwas verstellt an den Einstellungen und ich habe das in der Nacht nicht mehr kontrolliert. Aber jetzt sollte dann alles passen. Nur sind halt leider ja die Analysen dann relativ für die Katz gewesen. So, dann ich werde es jetzt hier mal dann kurz eben auch wiederholen, was der Tenor gestern war. Der Haupttenor war, dass ich nehme hier mal den Nasdaq 100 Index, beziehungsweise ich könnte auch den S&P 500 Index nehmen. Eben von diesem Bild abgeleitet, was jetzt hier jeder Zuhörer schon kennt, auch gestern eben nochmal besprochen gehabt, lief das jetzt eben seit 10 Tagen nahezu perfekt, der S&P 500 Index. Eine große schwarze Kerze jeweils und eben, was eben auch gestern in Analysen bekannt war, nochmal neue Tiefs und bis spätestens Wochenmitte eben dann steigende Kurse, dass eben das sich jetzt alles wieder so rasant entwickelt hat. Ja, so sind halt die Märkte, die sind halt wirklich außer Rand und Band. Aber eben bislang passt es hier alles. Was eben nicht ganz gepasst hat, war eben beim DAX, aber da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber eben jetzt hier sollten jetzt definitiv, ja, in der Wochenkerze, ich meine, die Woche hat erst jetzt gestern begonnen, deswegen ist auch die Tageskerze die gleiche, sollten die Kurse beim S&P bei 1995 definitiv nicht mehr unterschritten werden. Ob jetzt der Index am Mittwoch, am Abend 400 Punkte kurz fällt und dann wieder 500 Punkte steigt, ja, das ist halt, kann sein, sollte aber nicht mehr unter das Tief fallen. Also definitiv wäre für mich ein Schlusskurs darunter, würde jede Weihnachtsrallye sozusagen wirklich definitiv ad acta legen. Deswegen ist es jetzt so wichtig, dass eben dieses Tief, was ja relativ so gewollt war, ja, dass dieses Tief jetzt nicht mehr unterschritten wird. Beim Nasdaq-Index lief er eben etwas eben auch aus der Zone raus. Ich habe ja im Chat geschrieben, arg viel Spielraum nach unten dürfte er nicht mehr haben. Ja, also auch definitiv eben nicht aus dem Rainbow herunterfallen. Und wenn man jetzt hier auch sieht, ja, eine mächtige Umkehrkerze. Dann bevor wir zum DAX eben zu sprechen kamen, habe ich eben auch die Setups eben gehabt. Hier die Applied Materials lief exakt an die 17,80 hin. Ja, tief war 17,818. Das lief perfekt. Was nicht gut lief, ja, war jetzt hier noch die Newmont Mining Aktie. Aber da bleibe ich, da ist eben der Stopp weiter unten. Und hier die Barrick Gold Aktie konnte sich jeweils hier oben noch gut halten. Natürlich mit dem gestrigen Tag hat sich das Chartbild deutlich jetzt verschlechtert, aber solange er eben per Schlusskursbasis nicht unter die, ja, knapp unter die 7-Dollar-Marke fällt, bleibe ich jetzt hier auch noch investiert. Und was gestern eben noch zur Ansprache kam, weil der DAX weiter runterging, aber da die US-Indizes das Reversal gemacht haben, habe ich eben gesagt, hier ist man ausgestoppt worden, aber direkter Wiedereinstieg wegen den Reversal, also sofortiger Wiedereinstieg, da ist halt klar, die Gefahr war trotzdem da, dass der DAX auch weiter fällt, aber hier musste ich eben einen relativ engen Stopp wählen, aber eben mit der Prämisse eben gleich hier sofortiger Wiedereinstieg, genauso wie bei der Daimler-Aktie. Bei der BMW-Aktie habe ich jetzt die vielleicht verwechselt. Naja, es sind ja eh absolut ähnliche Chartbilder. Aber auch hier wegen den Reversal direkter Wiedereinstieg. Das waren jetzt erstmal die Setups. Kommen wir eben auch kurz zu den Big Players von
von Amerika. Die Setups habe ich vor, ja, 3 Wochen schon erstellt, wo eben, ja, 3 Wochen etwa, an dem, ja, Anfang Dezember, vor 2 Wochen. Und hier liefen dann eben auch die Aktienkurse erst noch drüber und dann kam jetzt hier zum Beispiel hier die Netflix-Aktie eben schön in den Bereich rein mit einer interessanten natürlich Umkehrkerze. Und hier war natürlich dann antizyklisches Handeln angebracht. Ja. Da liegt man jetzt auch im Gewinn und den Stopp kann man jetzt direkt auf das Low setzen. Bei der Amazon-Aktie kam es nicht ganz rein. Hier hat er eben vorher sogar gedreht. Ja, wirklich ein sehr starker Wert an Amazon. Also hier passt das bullische Bild auf jeden Fall eben auch noch. Ja. Und hier bei der Alphabet-Aktie hat eben auch dann der EMA 38 hier gehalten und dort genau gedreht. So wie gewünscht. Also eben auch hier sieht man in Einzelbildern, dass hier der Nasdaq definitiv nicht mehr unter sein letztes Tief gehen sollte, weil dann würden auch die Chartbilder sich bei den Einzelaktien deutlich verschlechtern. Aber was eben an dem Mittwoch passiert oder passieren wird, ja, kann ich auch nicht direkt vorhersagen. Dass jetzt das Chartbild hier mit den Märkten, mit der Saisonalität optimal gepasst hat, wunderbar. Aber dann eben so eine Zinserhöhung, die gab es natürlich in den Jahren davor nicht. So, dann kommen wir jetzt noch zum DAX. Den habe ich hier. Die Trendfolger wurden ja nicht eingestoppt. Ich habe hier eine antizyklische Position am Freitag eben bei 10.400 Punkten aufgenommen, eben im Wochenchart aus, dass diese Wolkenunterkante hält. Der Schlusskurs war eben auch auf Wochenbasis gemünzt. Der lief. Gestern hat zwar der DAX auf Tagesbasis unter dieser Marke geschlossen, aber hier auf Wochenbasis sieht man ja, ist die Kerze jetzt im Moment, ja, bullish, beziehungsweise ja, man, sobald es sich wieder hier im Wochenschlusskurs über die 10.400 erschließen sollte, wäre eigentlich hier alles im Lot und hier könnte dann eben Richtung 10.800 Punkten dann steigen, der DAX. Im Tageschart bei der Analyse gestern hatte ich eben auch noch hier weiter unten einen möglichen Anlaufpunkt gewählt, eben genau bei der 10.000er Marke. Das kam eben nicht. Und der DAX hat eben bei 10.250 eröffnet und kämpft halt jetzt mit der Wolkenunterkante knapp, mit dem Widerstand. Aber hier aus dem Tageschart raus, ja, ist eben auch schlecht, sag ich mal, noch ein Setup hier zu basteln. Ja. Im Stundenchart kann man sehen, dass hier bei etwa 10.400 Punkten eben auch ein Kreuzwiderstand ist, hier über den Abwärtstrendkanal und hier das letzte Hoch. Deshalb sollte man noch mal in die noch weiter runter gehen, nicht in den Stundenchart, sondern vielleicht in den 15-Minuten-Chart. Und hier kann man vielleicht eben noch mal, ja, etwa bei 10.300 Punkten, wenn ein Rücklauf stattfinden sollte, noch mal mit einem doch relativ engen Stopp an dem Rainbow Unterkante, könnte man einen Einstieg wagen, um vielleicht am Nachmittag noch mal von steigenden Kursen zu profitieren. Aber wir haben jetzt zwar erst Dienstag, nicht mal Wochenmitte. Die Charts liefen jetzt im Prinzip so wie vor 2 Wochen gewünscht alles. Nur sollte es eben jetzt, wie eben nochmal erwähnt, das habe ich auch in den Videos jetzt wiederholt, die Tiefs unterschreiten, Tagesschlusskurse da stattfinden, ne, muss ich dann leider wohl oder übel, also in der aktuellen Situation eben sagen, ja, dann muss ich auch
weitere Kursziele nach unten suchen und nicht mehr nach oben. Aber bisher haben ja die ganzen 2 Monate, wie jetzt auch hier eben noch aufgezeigt, ja, dieses Kursziel, sage ich mal, gut erwischt. Hier das letzte relativ gut und eben auch hier wieder die Trendwende. Also das lief, oder auch hier war ich dann Anfang Oktober ja auch long. Teilweise hier halt hat mich der Markt dann schon überrumpelt, aber spätestens bei dem Hoch wieder ausgestoppt worden. Also hier alle größeren Trendwenden wurden hier sehr gut dargestellt oder vorgestellt. Doch sollte es eben jetzt hier eben nicht passen, dann sehen wir, ja, wie gesagt, Kursziel nach unten habe ich überhaupt noch nicht bestimmt dann, weil es eben so vieles jetzt gepasst hat und der Markt eigentlich hier nach oben will. Aber was jetzt eben Mittwoch, wie die Märkte reagieren, ja, ist wirklich schwer dann vorherzusehen. Aber hier würden sozusagen erstmal wahrscheinlich alle Marktteilnehmer oder viele Marktteilnehmer aus dem Markt gedrängt. Und wenn man auf den Gedanken kommt, könnten die riesigen, die großen Big Player wollen, dass es dann direkt nach oben durchzieht und die Kleinen nicht wieder dabei sind. Aber gut, das ist jetzt einfach nur eine Theorie. Ich schaue wirklich nur auf die Charts und da passt im Moment alles noch für eine Weihnachtsrallye. Aber ich werde jetzt vermehrt eben schauen, wann eine Weihnachtsrallye eben nicht mehr stattfinden kann. So, das war jetzt ein bisschen länger. Danke fürs Zuhören und wir sehen, hören uns später.